Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dem Debattenthema heute NATO-Mitgliedschaft Montenegros handelt es sich um das wichtigste außenpolitische Ziel Montenegros der vergangenen Jahrzehnte, muss man sagen. Und es ist erreicht. Es ist ein langer Weg, an dessen Ende steht, dass aus ehemaligen Feinden Verbündete werden. Insgesamt ist dieser Prozess eingebettet in die Westannäherung des Landes. Und dabei stehen im Zentrum auch die EU-Beitrittsverhandlungen. Meine Damen und Herren, bei allen Herausforderungen, die das Land noch zu bestreiten hat, ist Montenegro auf einem richtigen Weg und auf einem guten Kurs hin zur Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union. Man kann sich ja durchaus die Frage stellen, was kann nun ein sehr kleines Land wie Montenegro, wir haben gerade gehört, ich habe es nicht nachgezählt, mit der Einwohnerzahl Düsseldorfs, beitragen zum Bündnis, zur NATO. Und da müssen wir uns vor Augen halten, dass Montenegro bereits dabei ist, ohne NATO-Mitglied zu sein, beizutragen. Und zwar namentlich bei den Afghanistan-Einsätzen ISAF und bei der Nachfolgemission Resolute Support Mission. Darüber hinaus hat Montenegro angekündigt, sich im Rahmen des Einsatzes KFOR zu beteiligen. Das zeigt, dass Montenegro bereit ist, mit großer Ernsthaftigkeit seine sicherheitspolitische Verantwortung wahrzunehmen. Es ist bei dem natürlich auch klar, dass für das Bündnis, für die NATO selbst, die Aufnahme von Montenegro symbolischen Charakter hat. Die NATO gibt damit aber auch ein Statement ab. Zum Beispiel unterstreicht die NATO damit die Relevanz des Balkans für den Westen und es bekennt sich zur Politik der offenen Türen. Wichtig ist auch, dass man sich einmal vor Augen hält, dass die östliche Adriaküste jetzt mit der Aufnahme Montenegros und der schon im Jahre 2009 erfolgten Aufnahme Albaniens und Kroatiens ein geschlossenes NATO-Gebiet ist. Und Herr Kollege Neu, es mag Sie dann erzürnen, dass Montenegro aus meiner Sicht richtigerweise das Ansinnen der russischen Regierung abgelehnt hat, dort in der Bucht von Kotor auch seine für die russische Marine dort das zu nutzen. Das ist jetzt auch geschlossen und von daher, glaube ich, eine richtige Entscheidung. Es ist in diesem Zusammenhang auch wichtig zu sagen, dass es darum geht, Stabilität zu schaffen und die Staaten des ehemaligen Jugoslawiens bei ihrer Westanbindung zu unterstützen. Es geht darüber hinaus um die Zusammengehörigkeit zur transatlantischen Wertegemeinschaft, zu der sich Montenegro übrigens nicht gezwungenermaßen, sondern in freier Selbstbestimmung bekannt hat. Und es ist ein gutes, ein wichtiges, aber auch ein notwendiges Zeichen, dass auch die neue, gerade frisch ins Amt eingeschworene Regierung Montenegros sich zu diesem Wertegemeinschaft bekannt hat und zum Ausdruck gebracht hat, dass es dazugehören will, dass es Reformen weiter beschreiten will, namentlich durch den Premierminister Dusko Markovic. Es ist aber auch richtig, dass wir in unserem Appell nicht nachlassen, die Regierung Montenegro dabei zu bestärken, dass es den beschrittenen, einmal angestoßenen Weg der Reformen nicht verlassen darf, dass es jetzt darauf ankommt, hier nicht nachzulassen. Es muss über den Zeitpunkt der Aufnahme zur NATO, der ja erst noch kommt, vielleicht im Frühjahr nächsten Jahres, dass darüber hinaus alle Anstrengungen unternommen werden, den Weg von Reformen und Stabilität beherzt und ernsthaft weiter zu beschreiten. Wichtiger als letztlich der Beitritt zur NATO war vielleicht sogar der ganze Vorbereitungsprozess, denn der hat zum Beispiel dazu geführt, dass deutliche Schritte unternommen wurden zum Erreichen politisch unbelasteter Nachrichtendienste. Das war neben der Schaffung demokratischer Strukturen und von Rechtsstaatlichkeit eine der zentralen Forderungen und Voraussetzungen für die NATO-Mitgliedschaft. Durch die jetzt umgesetzten Reformen hat Montenegro seine Bündnisfähigkeit jedenfalls unter Beweis gestellt. Die vollständige Anpassung der eigenen Strukturen an NATO-Standards braucht aber noch Zeit, übrigens auch, was die durchaus noch vorhandene Schließung von Fähigkeitslücken anbelangt. Eine Regierung kann nicht an der eigenen Bevölkerung vorbei Politik machen, und deswegen ist es auch wichtig, dass die neue Regierung nicht nachlässt, die eigene Bevölkerung, und Herr Kollege Neu hat es beschrieben, in dem Punkt gibt es eine Spaltung in der Gesellschaft, zu überzeugen mit guten Argumenten, dass es richtig war, den Weg in die NATO und damit zur Stabilität weiter zu beschreiten.
Meine Damen und Herren, ich möchte schließen mit einem Punkt, der vorhin auch schon angeklungen ist. Sowohl in der letzten Wahlperiode, aber gerade auch in der neuen Wahlperiode des montenegrinischen Parlaments zeigt sich, dass die Opposition, zumindest weite Teile der Opposition, die Plenarsitzungen boykottiert. Ich würde mir wünschen und darf vielleicht einen Appell von Parlamentarier zu Parlamentarier an die Kollegen der Opposition in Montenegro, dass man den politischen Diskurs dorthin verlagert, wo er hingehört, nämlich in einen solchen Saal, ins Parlament hinein. Dort findet der demokratische und parlamentarische Wettstreit der Ideen, der politischen Überzeugungen statt und nicht auf die Straße. Ich glaube, dann kann man auch konstruktiv zum Wohle des Landes beitragen. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Dr. Tobias Lindner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort.